Daniel Grosse, der amtierende Weltmeister der Senioren, der heute vor der Titelverteidigung stand. Grosse gewann den ersten und den dritten WM-Lauf in Spanien bzw. in Belgien und wurde im zweiten in Frankreich Zweiter. Dank einer verunglückten Vorstellung am letzten Sonntag im deutschen Emmendingen musste er allerdings noch einmal zittern. Sein schärfster Konkurrent rückte bis auf 5 Punkte zu ihm auf. Und Grosses schärfste Widersacher im Kampf um den WM-Titel war der 19-jährige Schweizer Hans-Jürg Rey, der schon im letzten Jahr hinter Grosse den zweiten Platz belegt hatte. Geboren und aufgewachsen in Deutschland hat Rey heute 3 Wohnorte, einen in Deutschland, einen in der Schweiz und einen in den USA. Rey gewann am letzten Sonntag in seinem deutschen Wohnort Emmendingen den 4. WM-Lauf, der ihm für heute noch Chancen ermöglichte. Doch Rey glückte heute der WM-Abschluss nicht ganz nach Wunsch. Ein 4. Platz ließ ihn in der WM-Schlusswertung hinter die beiden Belgier Grosse und Evra auf Platz 3 zurückfallen. Weltmeister wurde erneut der Belgier Grosse. Ein 2. Schweizer lag in der WM-Wertung vor dem heutigen Rennen in aussichtsreicher Position. Der Zürcher Remo Tajana, der hinter dem souveränen Spanier Colome den 2. Platz in der Kategorie der 13- und 14-Jährigen belegte. Wie Rey hatte auch Tajana am letzten Sonntag in Emmendingen gewonnen. Auch heute war Tajana wieder eine Klasse für sich, musste sich auf 20 Teilstücken nur 7 Fehler notieren lassen und kam in der WM-Gesamtwertung dem Spanier Colome bis auf 7 Punkte nahe. Die Jüngsten, die sogenannten Busser oder zu Deutsch die Küken, waren 10 Jahre alt oder gar noch jünger. Der Japaner Kenichi Kuroyama beispielsweise ist erst 8 Jahre alt. Kuroyama, der für Belgien startete, ist der Sohn eines ehemaligen Motorrad-Trial-Weltmeisters. Vor 8 Monaten bekam er von seinem Vater ein Trial-Motorrad geschenkt und jetzt ist er schon der Weltbeste in seiner Kategorie. Sieg heute in Zürich für Kenichi Kuroyama, zugleich der WM-Titel für ihn, es dürfte nicht der letzte gewesen sein. Was ist hier? Wo ist hier?